Okay, ihr Lieben, wir müssen über den neuen Trailer zu Jurassic World Chaos Theory sprechen. Brooklyn ist scheinbar tot. Das ist jetzt hier auch wirklich kein Spoiler, den ich jetzt hier in die Kamera reinhaue. Nein, das ist eines der ersten Dinge, die wir jetzt einfach im neuen Trailer erfahren haben. Und ich habe mir den Trailer mit euch zusammen live auf Twitch angeschaut. Das Video dazu findet ihr auf meinem Reaction-Kanal, habe ich euch mal da oben verlinkt. In diesem Video jetzt hier werden wir allerdings den Trailer noch einmal komplett ausführlich auseinandernehmen. Ich habe mir den Trailer jetzt mehrfach angeguckt, habe bestimmte Szenen analysiert und glaube tatsächlich, dass ich einen ganz guten Punkt gefunden habe, darauf einzugehen, was es mit Brooklyns Tod wirklich auf sich hat. Deswegen, es wird auf jeden Fall ultra spannend. Ich meine allerdings da wahrscheinlich wirklich die Auflösung gefunden zu haben. Das könnte jetzt hier ein Spoiler sein, vielleicht aber auch eben einfach nicht. Wir werden sehen und starten jetzt einfach mal mit dem Video. Viel Spaß! Ihr merkt schon, ich bin gerade irgendwie ein bisschen konfus. Also ich muss tatsächlich sagen, ich habe mich auf die Serie von vornherein schon gefreut, weil ich mag ja auch die Camp Cretaceous-Serie extrem gerne und sag immer wieder, ja, Staffel 1 bis 3 sind wirklich geil, Staffel 4 und 5 sind so ein Fiebertraum, den kann man akzeptieren, da kann man mit Spaß haben, wenn man da die ein oder andere Sache ausblendet. Und dann wurde eben jetzt hier die Chaos Theory-Serie angeteasert oder eben, naja, angetrailert jetzt schon. Und ich habe mir gedacht, ja, ich habe Bock drauf, wird auf jeden Fall eine sehr interessante und auch sehr, ich will nicht sagen, sehr erwachsene Geschichte, aber auf jeden Fall eine erwachsenere Geschichte als eben die 5 Staffeln davor. Dass ich allerdings nach diesem Trailer jetzt hier so krass Bock auf die Serie habe, da hätte ich wirklich nicht dran gedacht. Und ich will euch ganz ehrlich sagen, ich dachte wirklich, dass ich so euphorisch gegenüber eines Jurassic-Projektes erst dann wieder sein werde, wenn wir den ersten Trailer zum 2015 erscheinenden neuen Jurassic World 4 oder wie auch immer das Ding heißen soll, Film sehen werden. Aber nein, 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 tatsächlich ist es so, dass ich das hier, das ist das nächste große Projekt, auf das ich unfassbar viel Lust habe. Und wir gehen jetzt einfach mal auf den Trailer ein. Wir nehmen die verschiedenen Clips mal auseinander und ich werde euch währenddessen erzählen, was meine Vermutung ist, was es mit Brooklyns Tod auf sich hat. Zu Beginn des Trailers hören wir erneut die melancholische Jurassic World oder eben auch Jurassic Park Musik, wieder ein bisschen abgewandelt. Diesmal finde ich schon fast sehr romantisch im Hintergrund erklingen und dann sehen wir irgendwann nach einem Cut Brooklyn, wie sie in einem Wald steht, in einem sehr dunklen Wald und sie redet darüber, dass sie eigentlich mit Darius Erscheinen gerechnet hat, doch der ist einfach nicht aufgetaucht. Wenn wir uns die Szene jetzt mal genauer anschauen, dann bemerken wir hierbei ein relativ interessantes Detail, nämlich, dass Brooklyn auf diesem ersten Shot nicht mehr so aussieht wie die Brooklyn, die wir am Ende von Jurassic World Camp Cretaceous gesehen haben. Das ist ein relativ interessanter Fakt, weil uns das nochmal so einen kleinen Teaser in die Richtung geht, dass wir jetzt wirklich noch einen längeren Zeitsprung miterlebt haben. Denn Jurassic World Camp Cretaceous Staffel 5 endet ja fast zeitgleich mit dem Ende von Jurassic World Fallen Kingdom. Das heißt, die Dinosaurier brechen aus dem Lockwood-Anwesen aus und verteilen sich dann nach und nach erstmal über die Big Rock Mountains in Kalifornien und Co. Und Darius sieht dann eben auch aus seinem Fenster heraus, wie da ein Brachiosaurus entlangläuft. Die Serie wird also damit beendet, womit das gesamte Franchise im Endeffekt auch begonnen hat, erneut mit dem Brachiosaurus. Kurz zuvor haben wir jedoch auch gesehen, wie Kenji mit Brooklyn telefoniert hat, beziehungsweise wie Kenji und Darius mit Brooklyn Kontakt aufgenommen haben über Skype oder eben so ein ähnliches Videochat-Setting. Und Brooklyn redet dann schon in der Serie Camp Cretaceous davon, dass sie irgendetwas in der Nähe des Lockwood-Anwesens entdeckt hat. Der Trailer jetzt hier geht darauf ein, dass Brooklyn damit aber nur eine ganze Reihe von Verkettungen, naja, eben aufgedeckt hat. Das, was sich im Lockwood-Anwesen abgespielt hat, war nur der Beginn von etwas, was jetzt dafür sorgt, dass wir eben diese extrem spannende Story in dieser Serie hier bekommen werden. Theorien gehen davon aus, dass es sich hierbei um einen Plan von niemand geringerem als Sayona Santos handelt, die nämlich mit Hilfe der DNS des Indoraptors versucht, die Atrociraptoren ebenfalls weiter zu modifizieren. Und darauf können wir jetzt schon mal ganz kurz eingehen, dass diese Theorie nicht mehr so unwahrscheinlich ist, wie sie sich am Anfang angehört hat. Denn wenn wir uns mal die Atrociraptoren in Jurassic World Dominion anschauen, dann können wir hier sehen, dass die Atrociraptoren mit einer Art von Laserpointer kontrolliert werden, ähnlich wie ebenfalls der Indoraptor in Jurassic World 2.
Später im Trailer zu Jurassic World Chaos Theory sehen wir allerdings, dass die Atrociraptoren hier noch mit einer Art von Hundepfeife wie richtige Tiere kontrolliert werden. Denn ja, Chaos Theory spielt zwischen Jurassic World Fallen Kingdom und Jurassic World Dominion. Das heißt, das Gerücht, dass wir in dieser Serie erfahren werden, wie Sayonara Santos die Atrociraptoren wirklich auch schon so modifiziert hat und schon fast zu Hybriden umgewandelt hat, dass sie eben genauso stark reagieren oder eben so stark kontrolliert werden können wie der Indoraptor, nur eben noch besser. Das scheint sich jetzt hiermit zu bewahrheiten, denn wie gesagt, wir sehen eben im Trailer, dass hier noch keine Laserpointer benutzt werden. Das scheint erst im Verlauf dieser Geschichte dann wirklich zu passieren. Sehen wir also den Indoraptor wieder? Ich schätze mal, nicht wirklich tatsächlich. Ich gehe davon aus, dass Jonas Santos möglicherweise nach dem Zusammenfall des Lockwood-Anwesens dann nochmal dort anwesend gewesen ist und vielleicht DNS vom Indoraptor abgezapft hat. Das könnte dann eine Brooklyn mitbekommen haben und die wurde dann allerdings dabei erwischt. Später im Trailer sehen wir dann ebenfalls noch, dass hinter Brooklyn plötzlich ein Allosaurus auftaucht. Und das hier ist tatsächlich offiziell bestätigt, derselbe Allosaurus wie der aus dem Kurzfilm Jurassic World Battle at Big Rock. Das sehen wir auch später nochmal ganz kurz, weil das Tier wirklich öfter Präsenz zeigt jetzt hier im Trailer, dass der auf der einen Seite eben ein blindes Auge hat und das sehen wir auch im Battle at Big Rock. Da bekommt er nämlich, meine ich, einen Pfeil ins Auge geschossen oder ähnliches. Auf jeden Fall ist das hier derselbe Allosaurus. Und ich glaube, hier will uns der Trailer so ein bisschen austricksen. Da kommen wir jetzt schon mal zum ersten Punkt, denn nach dem, was uns danach alles über die Situation erzählt wird, könnte man davon ausgehen, dass die Dinosaurier ganz gezielt Jagd auf die Kinder machen. Das macht ja auch eben Sinn, denn wir haben schon in Jurassic World Camp Cretaceous Staffel 5 gesehen, wie extrem gut diese Kontrolle mit Dinosauriern funktioniert, wenn sie eben dann nicht auf einmal eine Fehlschaltung bekommt. Also das klappt wirklich einwandfrei und man könnte tatsächlich so weit gehen und eben sagen, dass die Dinosaurier jetzt hier wirklich dazu manipuliert werden, gezielt Menschen zu jagen. Ob das auch beim Allosaurus der Fall ist, irgendwie glaube ich nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass die Szene, die wir jetzt hier mit Brooklyn sehen, relativ zeitnah zum Kurzfilm Battle at Big Rock spielt, denn da sehen wir ja ebenfalls, wie der Allosaurus dann flüchtet, weil er dann eben auch verwundet wird und diese Flucht könnte den Allosaurus dann in Brooklyns Arme treiben. Möglicherweise bekommen wir allerdings ja auch noch einen Twist geliefert, der uns dann irgendwie mitteilt, ey, der ganze Allosaurus-Vorfall im Kurzfilm Battle at Big Rock war kein Zufall gewesen. Vielleicht war der Allosaurus auch hier bereits unter der Kontrolle einer Sayonara Santos gewesen. Ich gehe allerdings eher davon aus, dass das Ganze mehr Unglück gewesen ist, dass Brooklyn da in die Fänge des Allosaurus geraten ist, denn Sayonara Santos scheint ja hier noch nicht die Kontrolle über Dinosaurier zu haben, wie wir das zumindest später aus Jurassic World Dominion kennen. Weitere Theorien gehen ebenfalls davon aus, dass es sich hierbei nicht mal um Sayonara Santos an sich handelt. Das ist ja auch nur ein Gerücht, dass sie mit dabei wäre, da ist noch nichts offiziell bestätigt. Andere Gerüchte sagen, dass wir es hier einfach mit einem neuen Gegenspieler zu tun bekommen, der sich nun allerdings die Technologie, die wir eben in Staffel 5 von Camp Cretaceous kennenlernen, zunutze macht, um Dinosaurier zu kontrollieren. Und ich glaube im Endeffekt, dass wir hier tatsächlich zwei verschiedene Lager haben. Ich glaube, dass wir auf der einen Seite wirklich irgendeine Organisation haben, welche Dinosaurier mit Hilfe dieser Computerchips fernsteuern kann, mit diesen PlayStation-Controllern, wie wir das eben auch in Staffel 4 und Staffel 5 von Camp Cretaceous gesehen haben. Auf der anderen Seite glaube ich aber, dass wir auch eine Sayonara Santos als zweite Gegenspielerin haben. Wie komme ich da drauf? Naja, wir hören auf der einen Seite, wie wirklich erwähnt wird, dass Dinosaurier gezielt für die Jagd auf Menschen genutzt wird. Auf der anderen Seite sehen wir aber dann jemanden, der mit einer Hundepfeife die Atrociraptoren wieder zurückpfeift. Das kommt mir irgendwie so vor, als hätten wir hier zwei verschiedene Varianten des Dinosaurier-Zähmens gehabt. Möglicherweise führt die Geschichte dann zum Ende auch hin dazu, dass beide Bösewichtparteien gemeinsame Sache machen und dann eben nach und nach die Atrociraptoren auf diese Laserpointe abrichten. Oder wir lernen wirklich, dass sie dann doch auch noch derart modifiziert wurden. Und vielleicht sind die Atrociraptoren in Jurassic World Dominion gar nicht mal wirklich einfach reine Atrociraptoren, denn möglicherweise haben die einen Teil von dem Indoraptor in sich. Und damit wären sie im Endeffekt auch wieder Hybride. Somit erfahren wir also auch, warum Ben dann wirklich Darius aufsucht, denn Ben bekommt ebenfalls Wind davon, dass die Kinder gejagt werden und er spricht dann auch ganz klar an, dass Brooklyns Tod nicht Darius Schuld ist. Also hier wird wirklich Brooklyns Tod ganz direkt erwähnt. Ob sie jetzt wirklich bei dem Vorfall mit dem Allosaurus gestorben ist, wenn es denn so ist, ich glaube es immer noch nicht. Ich glaube, da ist noch etwas anderes passiert. Ich kann mich aber auch irren.
Aber auf das ganze Brooklyn-Thema kommen wir ganz zum Schluss von dem Video nochmal wirklich explizit zu sprechen, weil ich glaube, ich habe da eine Lösung gefunden, was da wirklich gerade abgeht. Darius gibt sich dann auf jeden Fall auch die Schuld und sagt sich, naja, wenn ich mit dabei gewesen wäre. Und wir wissen auch nicht, warum er nicht aufgetaucht ist. Das ist auch noch eine sehr interessante Frage. Erstmal, warum kontaktiert Brooklyn nicht Kenji? Die scheinen nicht mehr zusammen zu sein möglicherweise, denn der Trailer suggeriert uns auch ebenfalls, dass Kenji am Anfang noch gar nicht weiß, dass Brooklyn vermeintlich gestorben ist. Und ich glaube, der Freund sollte das mitunter als einer der Ersten wissen. Unter anderem hat Brooklyn zuallererst Darius kontaktiert, nach dem, was sie aufgedeckt hat, was auch immer das sein mag, und eben nicht Kenji. Ach so, und genau, Brooklyn hat jetzt auch eine andere Haarfarbe, die hat jetzt eher so pink-lilane Haare, die dann so nach unten in so eine Art von Türkis runtergehen. Sieht ganz nett aus vom neuen Design her. Gerade generell die erwachsenen Designs der Kinder sehen ganz cool aus. Was uns aber auch nochmal zeigt, dass eben die ganze Battle at Big Rock Nummer eben nicht wirklich nah an den Ereignissen von Jurassic World 2 spielt. Vielleicht findet da jemand von euch noch was raus, wie lang denn der Zeitunterschied ist zwischen dem Ende von Jurassic World Fallen Kingdom und den Beginn von Battle at Big Rock. Wenn ich es rausfinde, werde ich es hier unten mal einblenden. Aber ich glaube, da gab es einfach noch keine offiziellen Zeitangaben. Vielleicht habe ich irgendwas gefunden. Wenn nicht, habt ihr das vielleicht gemacht? Da könnt ihr mir das gerne mal in die Kommentare unten reinschreiben. Ben erwähnt daraufhin auch noch, dass er einiges auf Dark Jurassic mitbekommen hat. Und Dark Jurassic ist so ein bisschen wie das Darknet. Und in Dark Jurassic scheint sich wirklich so der Abschaum des gesamten Jurassic-Universums zu treffen und quasi den Schwarzmarkt zu bilden. Im Dark Jurassic soll übrigens auch laut ersten Gerüchten dann später diese Zentrale da in Malta entstehen, wo eben dann auch Barry später Owen und Claire hinführt, wo sie dann mit diesem Passwort nur wirklich reinkommen. Also der Aufbau von dieser Untergrundstation auf Malta soll laut diesen Gerüchten ebenfalls hier in dieser Serie stattfinden. Und dieses Dark Web soll dann quasi jetzt dafür sorgen, dass diese ganzen Personen sich damit vernetzen. Quasi sowas wie das Facebook für alle. Und die kommen jetzt nach und nach eben dann zusammen unter der Führung eines Bösewichts. Wie gesagt, der Bösewicht wird bis jetzt wirklich noch sehr geheim gehalten. Wir sehen zwar hin und wieder auch gleich mal bestimmte Widersacher, die definitiv Widersacher sind. Allerdings glaube ich tatsächlich, dass dieser Jonas Santos-Theorie hier ebenfalls eintreffen würden, dass sie im Endeffekt dann der zentrale Ankerpunkt der bösen Organisation sein wird. Dann erfahren wir ebenfalls von Ben, dass er davon ausgeht, dass Brooklyns Tod kein Unfall war, sondern ein gezielter Angriff, was wieder auf meine Allosaurus-Theorie zurückgeht. Ich glaube nicht, dass der Allosaurus jetzt hier unter der Kontrolle von jemandem stand, weil das Ganze scheint wirklich direkt nach Battle at Big Rock zu spielen. Und entweder war er in Battle at Big Rock auch schon unter der Kontrolle von irgendjemandem, was ein bisschen komisch wäre, weil er da sehr, sehr random agiert hat, wie man so schön sagt. Das heißt, wahrscheinlich ist diese Szene, die wir jetzt hier im Trailer sehen, in der Brooklyn auf den Allosaurus trifft, eher unbedeutend. Sie wird dann daraufhin vielleicht erstmal entdeckt, weil sie dann Geräusche macht. Wir sehen ja auch ganz kurz, wie sie wegrennt. Aber auf jeden Fall erklärt jetzt hier Ben anhand von so einer Karte, dass es wohl mehrere gezielte Angriffe gegeben hat. Was ebenfalls bedeutet, dass diese gezielten Angriffe, weil wir sehen ja diese Karte ganz kurz, das sind mehr als 6 Punkte. Das sind mehr als 7 Punkte, das sind sehr viele Angriffspunkte. Die greifen scheinbar nicht nur gezielt die Kinder an, sondern mehrere Personen. Da müsste man sich jetzt allerdings mal fragen, was wissen denn die Kinder oder was haben die Kinder erlebt, was auch noch andere miterlebt haben. Und möglicherweise hängt das auch irgendwie alles dann doch noch mit Biosyn zusammen und wir sehen vielleicht Macy nochmal. Da gibt es ebenfalls Gerüchte, die besagen, dass wir hier Macy noch einmal als eine animierte Figur sehen. Da Isabella Salmon heißt sie, glaube ich. Die war wohl mal am Studio gesehen, wo eben die Synchronaufnahmen dafür gemacht wurden. Könnte also ganz gut sein, dass die hier nochmal einen Cameo-Auftritt bekommt. Allerdings ist eben die Frage, was genau wird denn hier gejagt? Warum werden denn die Kinder ausgelöscht oder eben getötet? Und scheinbar geht es hier wirklich darum, die Angriffspersonen umzubringen und eben auszuschalten. Das heißt, irgendetwas müssen die wohl wissen, was auf gar keinen Fall nach außen geraten darf. Ich komme ums Verrecken nicht drauf, worum es da gehen könnte. Geht es dann da um die ganze Nummer aus der fünften Staffel?
auf der Mentakorp-Insel geht es da um ganz andere Dinge, die wir vielleicht noch gar nicht gesehen haben. Worum geht es denn jetzt hier wirklich? Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt drauf, ob sie das auch wirklich schön im Geheimen halten können und uns dann vielleicht auch immer so episodenweise bestimmte Häppchen vorlegen, wo wir dann anfangen können, schön drüber zu rätseln. Die Serie wird aber ebenfalls auf einen Schlag veröffentlicht werden. Das wurde jetzt auch offiziell bestätigt. Wir werden nicht jede Woche eine Episode bekommen. Wir werden die gesamte erste Staffel auf einen Schlag bekommen. Ob das jetzt hier so clever ist, weiß ich nicht. Denn ich finde, gerade bei so Serien, die eben ein Mysterium aufbauen, macht es unfassbar Spaß, wenn du dann eine Woche Zeit hast bis zur nächsten Episode und dann diese Woche nutzen kannst, um eben Theorien darüber zu spinnen. Das würde dann eben in diesem Fall nicht funktionieren, allerdings. Trotz allem bin ich zuversichtlich, dass die Serie wirklich verdammt viel richtig machen wird. Gerade eben in der Hinsicht Mysterien aufbauen, und das wird schon ziemlich gut werden. Als Darius dann an Ben gewandt fragt, wer könnte so etwas tun? Also wer sollte uns denn wirklich jagen? Dann sagt Ben auch etwas sehr Auffälliges. Ich weiß es nicht mit Sicherheit. Und das hat zu bedeuten, dass Ben aber auf jeden Fall einen Verdacht schöpft, wer dahinter stecken könnte. Ja, wie gesagt, ich bleib dabei. Mein Verdacht ist auf jeden Fall Jonas Santos. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare unten reinschreiben, was ihr denkt. Wer könnte hinter diesen Angriffen auf die Kinder stecken? Darius erwähnt jetzt, dass man ebenfalls den Rest der Nublar 6 oder jetzt eben nur noch Nublar 5 warnen müsste. Daraufhin sehen wir dann eben die ganzen Designs und die sind alle scheinbar an verschiedenen Orten. Jess und Sammy sehen wir öfter im Trailer nochmal zusammen. Das heißt, die scheinen wohl immer noch ein Paar zu sein. Bei Kenji und Brooklyn, glaube ich, hat das irgendwie nicht so ganz funktioniert. Die Designs an sich sind cool. Ich habe ja auch über den Steroide Ben so ein bisschen gelacht, ne? Der jetzt ja wirklich, wir müssen die anderen warnen. Aber irgendwie finde ich es cool, dass gerade Ben diese Terminator-Verwandlung hinter sich hat, weil er meiner Meinung nach die geilste und auch die interessanteste und sogar die beste Entwicklung in der gesamten Jurassic-Geschichte durchgemacht hat, ohne Scheiß. Eigentlich war das gerade ein Versprecher. Eigentlich wollte ich sagen, in der Jurassic World Geschichte. Aber Ben hat, glaube ich, in der gesamten Jurassic Saga die beste Charakterentwicklung durchgemacht. Von dem größten Feigling, der die Freunde im Stich lässt, weil er Angst hat, bis hin eben zu einem Helden, der es schafft, alleine zu überleben, der die Freunde retten kann, der loyal ist, bis hin jetzt eben zu diesem Ben, den wir jetzt halt hier sehen. Das ist schon mitunter die geilste Entwicklung in der gesamten Jurassic-Reihe. Belehrt mich eines Besseren, wenn es nicht stimmt. Ja, okay. Ach ja, und in der deutschen Variante, zumindest hier im Trailer, ich hoffe, das ist nur ein Versprecher gewesen, da sagen sie, wir müssen die anderen warnen. Kenji, Sammy und Jess. Sie sagen wirklich Jess. Also sie wird Jess genannt. Sowohl im englischen Original, als aber auch in der deutschen Variante von Camp Cretaceous. Ich hoffe mal, die haben das jetzt hier nicht irgendwie verkackt im Deutschen und nennen die jetzt einfach die ganze Zeit Jess. Das wäre wieder so eine kleine Sache, aber das kann man halt einfach nicht machen, indem man sich die alten Episoden vielleicht nochmal ganz kurz anschaut, wenn man sich nicht sicher ist, wie der Name wirklich ausgesprochen wird. Außerdem ist ihr richtiger Name, glaube ich, Jasmine, und die Abkürzung von Jasmine ist eben Jess. Darauf kann man kommen. Ich gehe davon aus, dass die ganze Nummer hier im Trailer einfach jetzt mal so passiert ist. Ich hoffe, dass sie in der fertigen Serie dann eben einfach wieder Jess genannt wird. Und wenn es nicht so ist, dann wird sie halt Jess genannt. Werde ich es in jeder Episodenbesprechung erwähnen? Ja, natürlich, aber trotz allem, es ist vollkommen wurscht, ich habe tierisch Bock auf die Serie. Dann sehen wir jetzt als nächstes einen Herrn, der ein pinkes Handy in der Hand hat und in das Telefon reinspricht, wir haben ein Problem. Hier ist jetzt ebenfalls eine sehr häufig auftretende Theorie, dass es sich hierbei um einen Mitarbeiter der bösen Organisation handelt, also vielleicht um einen Mitarbeiter von Jonas Santos, der hier scheinbar Brooklyns Handy in der Hand hat. Sollte Brooklyn also wirklich gestorben sein, könnte man hier davon ausgehen, dass die Person, die jetzt hier gerade jemanden anruft, Brooklyn möglicherweise tatsächlich aus Versehen getötet hat und dass er sie eigentlich gar nicht ausschalten wollte und sie jetzt aber dabei einfach gestorben ist und er eben ins Telefon reinspricht, wir haben ein Problem. Allerdings glaube ich tatsächlich, dass es sich hier um etwas ganz anderes handelt. Ich gehe nämlich davon aus, und ich gehe ganz zum Schluss vom Video darauf ein, warum ich davon ausgehe, dass Brooklyn entkommen ist und eben nicht gestorben ist. Allerdings hat er ihr Handy noch gefunden und sagt eben daraufhin, wir haben ein Problem, weil Brooklyn erkannt hat, wer das ist. Ich erkläre euch gleich wirklich ganz genau, warum ich glaube, dass Brooklyn noch am Leben ist. Und ja, ich weiß, ein paar von euch haben mir auch schon geschrieben, ey, Jenna Ortega heißt sie, glaube ich, ist die Original-Synchronsprecherin von Brooklyn gewesen und die macht nicht mehr mit in der Serie. Also Jenna Ortega ist nicht mehr mit am Start als Synchronstimme für Brooklyn. Und ja, das nehmen jetzt natürlich sehr viele her als Beweis dafür, dass Brooklyn hier wirklich gestorben ist. Ey, gucken wir uns mal zahlreiche andere Projekte an. Synchronstimmen werden häufig ausgetauscht. Nicht nur in Animationsfilmen, auch
in Realverfilmungen. Also das ist jetzt kein Zeichen dafür, dass Brooklyn deswegen tot sein muss, nur weil Jenna Ortega sehr wahrscheinlich inzwischen zu viel Geld dafür will, um ihre Stimme weiterzugeben. Das, wir sprechen, wie gesagt, ganz zum Schluss nochmal darüber, was ich glaube, was mit Brooklyn wirklich passiert ist. Dann sehen wir eben noch ein paar nette Shots, wo wir dann auch sehen, dass die Kinder gejagt werden, dass die sich in einem Wohnwagen darüber unterhalten, dass sie nun von Raptoren verfolgt werden. Wir sehen dann eben die Hundepfeife, die ich am Anfang angesprochen habe, und merken dann auch, dass die Raptoren wirklich darauf abgerichtet sind. Finde ich übrigens viel geiler. Die hätten auch in Jurassic World Dominion einfach diese Hundepfeifen benutzen sollen. Ich finde das irgendwie sinniger, Tiere richtig abzurichten, als die mit Laserpointern zu trainieren. Alleine da die ja durch die Laserpointer auf visuelle Fähigkeiten reduziert sind. Wenn dann mal irgendwo eine Tür zu ist, dann kommt der Laserpointer da auch nicht mehr durch. Auf den Sound allerdings, da hören diese Tiere nahezu immer. Die kannst du durch eine Entfernung von keine Ahnung wie weit weg zu dir rufen oder eben auf jemanden draufhetzen. Deswegen finde ich die ganze Nummer mit den Hundepfeifen eigentlich um einiges geiler, aber das nur so nebenbei. Was uns jetzt hier auffällt, und es freut mich, dass diese Theorie tatsächlich jetzt auch eingetroffen hat. Wir hatten darüber schon mal gequatscht gehabt hier auf dem Kanal, wo wir über die Atrociraptoren gesprochen hatten. Da hatte ich mal ein Video gemacht, dass die verschiedenen Atrociraptoren mit verschiedenen Fähigkeiten betitelt sind. Das ist sogar offiziell Kanon. Die sind in offiziellen Listen, sogar im Jurassic World Compendium, mit ihren Eigenschaften niedergeschrieben. Ich kann die Eigenschaften jetzt nicht mehr genau wiedergeben. Es war irgendwie sowas wie Panthera ist der Starke, dafür ist der langsamer, wie so ein Tank quasi. Red wäre eben dann dafür schnell, Tiger irgendwas anderes und Ghost wäre so der Leader von den Ganzen. Und da habe ich noch in einem Video gesagt, das hört sich für mich so an, als wären das nur Kategorien von den Atrociraptoren. Als hätte man eigentlich geplant, mehr als nur einen Ghost zu produzieren, mehr als nur einen Tiger, mehr als nur einen Panthera, dass das eben wirklich dann nur so Kategorien dieser Waffen schon sind. Und das wird jetzt hier mehr oder weniger mit bestätigt. Wenn ich hier nicht komplett falsch liege, sehen wir nämlich auf mehreren Bildern jeweils mehrere Sorten von verschiedenen Raptoren. Auf einem Bild sehen wir einfach mal zwei Tigers. Das sind definitiv dieselben Designs. Das ist nicht Panthera, weil Panthera hat eben nicht diese ganz prägnanten Streifen. Red kann es ebenfalls nicht sein, weil Red ist eben auch einfach komplett ungemustert oder nahezu ungemustert. Das heißt, ich gehe davon aus, dass wir jetzt hier in der Serie auch wirklich erfahren, dass es eben, naja, verschiedene Ghosts gibt. Es gibt mehr als nur einen Ghost, es gibt mehr als nur ein Raptoren-Squad. Das, was wir quasi in Jurassic World Dominion gesehen haben, ist einfach ein Atroci-Raptoren-Squad, was da verkauft werden sollte. Und von diesen Paketen quasi gibt es aber auf jeden Fall mehrere. Der Trailer zeigt uns dann auch eine sehr, sehr coole Szene, wo wir sehen, wie Sammy versucht, leise zu sein, und dann fällt ihr aber diese Mistgabel um. Und das finde ich ein sehr schönes Kammerspiel, so diese ganze Nummer mit, wir müssen uns in einem Holzhaus verstecken und die Raptoren dürfen uns nicht hören. Das ist für mich schon wieder so eher Back to the Roots. Also das sind so Sachen, die ich unbedingt sehen will, was mich sehr interessiert daran. Und scheinbar gehen sie jetzt ja auch wirklich ein bisschen härter vor. Vielleicht bekommen wir eben auch wirklich Brooklyns Tod dann doch offiziell dargelegt. Und dann wissen wir, okay, die Serie macht jetzt also diesen Schritt und wir können wirklich auch unsere Hauptfiguren in der Serie verlieren. Ich meine, es ist eine Kinderserie, ja, aber ganz ehrlich, es gab auch früher Kinderserien, die nicht so weich waren, wie sie heutzutage meistens sind. Die Dinos zum Beispiel ist einfach eine Kinderserie. Dass die Serie mit dem Baby, das den Kopf einmal rumdreht, wenn es Geburtstag hat und besessen wird. Und wo die Snackboxen haben mit so kleinen, flauschigen Dingern drin, die einfach essen. Wo Hände aus dem Kühlschrank, das ist schon eine ziemlich kranke Serie. Aber eben eine Kinderserie, von daher vielleicht geht man jetzt hier auch mal ein bisschen rabiater vor in der ganzen Nummer. Sammy zeigt uns kurz daraufhin eine Karte, die sie wohl irgendwie gefunden hat, die Brooklyn hinterlassen haben soll. Und wir haben live auf Twitch, haben wir schon versucht, diese Karte zu analysieren. Wir sind nicht wirklich auf einen gemeinsamen Nenner gekommen, dass es hier irgendwelche Muster gibt. Diese ganze Karte sieht sehr zusammenhangslos aus. Ich habe da zumindest kein Muster herauserkannt, außer eben, dass alles, was hier passiert ist, Brooklyn wohl dazu gebracht hat, einen Zettel aufzuschreiben, wo drauf stand Call Dino Nerd, also ruf Darius an, der ist ja der Dino Nerd, und da bin ich auch mal sehr gespannt, was sie denn da jetzt wirklich herausgefunden hat, und es muss irgendetwas sein, was mit dem Vorfall am Lockwood-Anwesen begonnen hat. Denn das Lockwood-Anwesen
ist der einzige Punkt, der einen Pfad zu einem anderen Punkt setzt auf dieser Karte. Das heißt, ich schätze mal, dass das Ganze hier das Lockwood-Anwesen sein soll. Und dann geht der Punkt eben weiter nach oben zu den Big Rock Mountains, zu dem Punkt, wo dann eben Brooklyn vom Allosaurus angegriffen wurde. Was die anderen Punkte sind, das werden wir vielleicht dann in der Serie selber noch erfahren, dass da nach und nach immer noch weitere Linien eben gezogen werden. Vielleicht sogar in jeder Episode bekommen wir eine neue Linie gezogen, die uns dann einen neuen Punkt verbindet. Und nach verstehen wir dann eben wirklich, was hier passiert. Wir sehen danach sehr viele Action-Szenen, wir sehen den Allosaurus noch ein paar Mal, wir bekommen natürlich nochmal einen Callback zurück zu Jurassic Park, wenn dann Darius da mit dieser Fackel vom Allosaurus diesmal wegrennt und da können wir ebenfalls wieder das blinde Allosaurus-Auge sehen und dann bekommen wir noch ganz kurz einen kurzen Shot zurück auf einen T-Rex, der aus irgendeinem Grund einfach schielt. Ich meine, das hier wäre Rexy, was für mich Sinn ergeben würde, da wir ja Rexy bereits im ersten Teaser gesehen haben zu Jurassic World Camp Cretaceous. Und das war wirklich Rexy. Das, also in dem Teaser, die eine Szene, wo dann da dieser Unfall auf der Straße passiert, das ist nämlich eine Szene, die sie ursprünglich für Jurassic World Dominion benutzen wollten, die aber rausgeschnitten wurde und da war das eben auch Rexy. Ein paar von euch haben gesagt, das Ganze wäre jetzt hier Big E.T., aber ihr konntet mir auf Twitch auch nicht wirklich erklären, warum ihr davon ausgeht, dass das jetzt Big E.T. sein muss. Keine Ahnung, ich glaube, weil er schielt. Das war so eine Aussage gewesen. Der T-Rex hier schielt und Rexy schielt nicht. Big E.T. hat, meine ich, auch nicht geschielt. Ist eben einfach ein blöder Shot gewesen. Schlechter Moment, um hier auf Stopp zu drücken. Aber ja, damit endet dann ebenfalls der gesamte Trailer. Kommen wir jetzt mal an dem Punkt, wo ich auspacke, was ich glaube, was mit Brooklyn wirklich passiert ist. Erinnern wir uns nochmal daran, was wir als Leak, als erste Beschreibung bekommen haben, lange Zeit bevor der Titel Chaos Theory überhaupt bekannt geworden ist. Damals wussten wir von offiziellen Seiten, dass bereits ein Casting stattgefunden hat, wo bestimmte Leute Stimmen eingesprochen haben. Das heißt, in diesem Casting wurden eben neue Schauspieler gesucht, beziehungsweise neue Synchronstimmen gesucht für eine neue Jurassic-Serie. Hierbei war ebenfalls die Rede von der Rahmenhandlung gewesen. Und zwar soll es in dieser Serie um eine Sydney gehen, die bei einem Vorfall in den Big Rock Mountains in der Nähe vom Lockwood-Anwesen ihren Arm verliert. Daraufhin sollte die gesamte Geschichte ursprünglich ihren Lauf nehmen. Das Ganze kommt euch jetzt wahrscheinlich sehr bekannt vor, außer dass der Name Sydney jetzt durch Brooklyn ersetzt werden müsste. Ich glaube tatsächlich, dass man entweder den Namen Sydney nur gewählt hat, um geheim zu halten, dass es sich hierbei um Brooklyn handelt, oder dass man eben später doch noch gesagt hat, okay, wir machen jetzt doch keine komplett neue Serie, wir machen jetzt wirklich eine Fortsetzung zu Camp Cretaceous und wechseln eben einfach die Namen, aber die Story bleibt im Endeffekt einfach gleich. Da wir nie wieder etwas von Sydney gehört haben, glaube ich, dass Ersteres eher stimmt. Das ist quasi das Charakteräquivalent zum Arbeitstitel, weil der Arbeitstitel ist ja auch nie der offizielle Titel, der dann später im Film zu sehen ist. Und ich glaube, dass Sydney hier der Name für so eine Art von Platzhalter gewesen ist, für eben Brooklyns Figur. Das heißt, ich glaube nicht, dass Brooklyn hierbei wirklich gestorben ist, aber es könnte sein, dass wir dann am Ende der Serie trotz allem einen kleinen Schock bekommen, weil Brooklyn möglicherweise wirklich die Figur ist, die Sydney ist, die bei einem Vorfall in den Big Rock Mountains in der Nähe vom Lockwood-Anwesen ihren Arm verloren hat. Und das würde auch die Reaktion von dem Typen am Handy später erklären, der ja sagt, wir haben ein Problem. Möglicherweise hat er wirklich versucht, Brooklyn umzubringen. Die hat allerdings nur ihren Arm verloren und ist lebendig entkommen. Wir sehen im Trailer übrigens später auch nochmal ganz kurz Benjis Vater, glaube ich zumindest, der auf irgendeiner Ranch rumeiert. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass Benjis Vater jetzt hier so eine Art von Charakterentwicklung durchgemacht hat, ähnlich wie bei Dr. Henry Wu, dass er jetzt hier möglicherweise auch noch einen Heldentod bekommt. Und vielleicht hat er sogar damals Brooklyn gerettet. Ist eben nur die Frage, wie er freigekommen ist. Und es muss ja irgendwie auch einen Grund geben, dass wenn Brooklyn noch am Leben ist, dass sie dann eben, naja, so lange jetzt hier nicht auftauchen kann. Und ich glaube, dass das die Verletzung ist, die sie eben mit sich trägt. Dass sie eben deswegen erstmal keinen Kontakt mit den anderen, mit ihren Freunden aufnehmen kann, weil sie wirklich einfach mit dem Tod ringt. Also nein, ich behaupte, Brooklyn ist nicht tot in der ganzen Geschichte. Sie wird eine andere Synchronstimme bekommen. Ey, es gab auch ein Casting. Vielleicht auch kein Zufall, dass genau das der Punkt gewesen ist, dass man eben Brooklyns Stimme neu besetzen wollte. Aber ich glaube, dass Brooklyn einfach die Sydney-Geschichte bekommen wird. Jetzt bist wie immer du gefragt, wie ist deine Meinung dazu? Was hältst du von dem Trailer? Was hältst du von meiner Theorie? Schreibt mir alles in die Kommentare unten rein. In diesem Sinne, ihr Lieben, bin ich raus für heute mit dem Video. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.